Hallo und herzlich willkommen zum ersten Part von Let's Play The Witcher 2 auf der Seite von Vernon Roach. Wer mein Let's Play von The Witcher 2 noch nicht gesehen hat, sollte sich das anschauen, denn das ist komplett. Hier werde ich nur das Ende des ersten Aktes und den kompletten zweiten Akt zeigen, denn hier geht es einfach nur darum, den Vernon Roach Weg noch zu zeigen. In meinem normalen Let's Play war ich nämlich auf der Seite von Iorvet, dem Skoyatel. Es sieht so aus, Leute, ich habe einen Spielstand genommen aus meinem, ja, also von dem alten Let's Play. Allerdings nicht jetzt, sondern schon früher. Ich hatte nämlich schon mal den Vernon Roach Weg dann angespielt. Und jetzt habe ich ein Safe Game da rausgenommen und habe jetzt schon ein klein bisschen gespielt. Also ich habe jetzt quasi so eine ganz kleine Sache verpasst. Ich habe nur mit Vernon Roach ein bisschen gesprochen, sonst gar nichts. Also das habt ihr jetzt verpasst. Allerdings, der hat auch nichts wirklich Wichtiges gesagt, glaube ich. Ist schon eine Weile her, dass ich das gemacht habe. Deswegen, ja, ist jetzt im Prinzip auch egal. Wir sollen jetzt auf jeden Fall zu Luredo gehen. Der hat nämlich etwas ganz Böses getan. Und Geralt ist bereit, ihn zu töten. Wie die Questbeschreibung sagt. Denn Luredo hat ja jetzt hier diesen ganzen Aufstand gemacht mit den Hexern, mit den Anderlingen. Deine Karosse wartet in der Allee, oh schmucker Kavalier. Die guten Geister dieses Turms werden über dich wachen. Aber danke. So, ich habe das hier schon mal gemacht, weil, wie gesagt, ich habe den Vernon Roach Weg schon mal angespielt, auch bis in den zweiten Akt rein und ab dort dann aufgehört. Und ja, jetzt will ich das eben nochmal machen und ihr dürft mir dabei zusehen. So. Bis ich dich finde, meine kleine Lerche. Den hier machen wir direkt mal platt. Komm schon her, gleich, was kann, dürfen wir hier. Doch, wenn ich... Oh Gott, ich kann die Steuerung schon gar nicht mehr. Also dann kämpfen wir jetzt mal gegen den. Also ich werde mich erstmal wieder ein bisschen einspielen müssen, auch was die Steuerung angeht. Denn ich bin nicht mehr ganz so da drin. So kann ich das. Ah ja, genau. Und dann hier ist Uerden. Bam, komm her. What the hell? Komm, lauf da durch, du Vollidiot. Ja, dann lauf doch da durch. Na gut, dann mache ich eben Quen an. Und geselle mich dann zu den netten Herren. Bam, friss das, Wächter. Bam. So, und durch Quen, also für die Leute, die das vielleicht mittlerweile vergessen haben, Quen ist das Zeichen, bei dem wir keinen Schaden bekommen, also quasi das Schutzschild. So, jetzt müssen wir weg und ich aktiviere es dann ganz einfach nochmal schnell. Und jetzt gehen wir aber hier auf den dreckigen Bogenschützen. Ja, da nimmt das Schwert raus. Wow, nee, ich will eigentlich... Oh, ich wollte doch gar nicht auf den. Na, egal. Zack. Friss das, du Schwein. Tja, wer für Luredo arbeitet, hat eben Pech. So, ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt weitergeht. Finde Helena, okay. Da hinten ist doch gerade irgendwer rumgelaufen am Anfang. So, machen wir erstmal ihn hier kalt. Bam. Aber mit rechts auch. Ah, mit rechts können wir auch. Ach, das sind die festen Schläge, okay. Das weiß ich alles schon gar nicht mehr. So lange her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Gut, hier sind wir irgendwie falsch. Dann müssen wir wohl ganz einfach hier durch, denke ich, oder? Ne, das geht nicht. Ah. Huch, wieso ist noch der Kampfmodus drin? Das ist jetzt ein bisschen komisch. Es ist doch gar keiner mehr da, mit dem man kämpfen kann. Kampfmodus, geh weg. Ups, scheiße, jetzt habe ich noch Quen angemacht. Ach, da ist ja noch jemand. Wo kommt der denn her? Hier so ein dicker Wächter. Zack. Dem gönnen wir jetzt mal. Ordentlich. Ich benutze noch das A-Zeichen. Das schubst den Gegner ja weg. Das hilft ja auch gegen Leto ganz ordentlich. An dieser Stelle, hier hat man auch schon gegen Leto gekämpft, oder? Ja, doch, hat man. Nicht, dass ich jetzt irgendwas übelst Spoiler. So. Gut, also dann gehen wir hier hoch und auf die andere Seite, also eben an diesem Tor vorbei, wo ich gerade durchgehen wollte. Und zack, springen. Alle hepp. Und hier auch noch runter.
Oh, wir sind wieder in gebückter Haltung. Ach, jetzt kommt erstmal eine Zwischensequenz. Ah, das habe ich euch gar nicht erzählt. Also, hier die linke Hand von Vernon Roach, diese Frau, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die hat sozusagen den Köder gespielt für uns und ist jetzt bei Loredo. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir die da rausbekommen. So, und die machen wir wieder nass, die hier. So, und dann direkt danach setzen wir hier einen Öden hin. Komm, lauf rein, mein Freund. Hehehe. Es klappt doch immer wieder. Alter, wieso hat der so viel Leben? Und wieso greife ich den anderen an? Das wollte ich gar nicht. So, gut, jetzt kann der hier immerhin nicht den Bogen benutzen. Er auch nicht. Wieso gehe ich die ganze Zeit immer auf den nächsten? Das will ich eigentlich gar nicht. Zack, so. Die sind erledigt. Boah, jetzt erstmal hier raus aus dem Schlagfeuer. Jetzt brennen wir auch noch. Das ist natürlich super. Drück mal Öden an. Boah, kaum noch Leben. Moment, ich setze mal gerade wieder ein. So, jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir wieder... Ach, und da können wir schon wieder eins einsetzen, ein weiteres Zeichen. So, damit wäre nur noch der Typ da. Und den haben wir damit auch besiegt. Gut. Wie schnell speichern? Ach so, ah, Kampf. Okay, klar, kann ich nicht schnell speichern. Jetzt kann ich schnell speichern. So. Und dann gehen wir hier hoch. Gut, wir haben jetzt relativ wenig Leben. Aber das regeneriert sich doch gerade noch. Ach komm, scheiß drauf. Wir gehen rein, haben ja gespeichert. Notfalls warten wir dann das nächste Mal. Ach, Schlüssel erforderlich, den bekommen wir dann hier unten. Glaube ich zumindest mal, mich erinnern zu können. Wer ist das? Oh, wer zum Teufel bist du? Was willst du denn? Den Schlüssel zu den oberen Räumen. Ich weiß, du hast ihn. Du suchst nach dem Elfenmädchen. Dann ist deine Mühe für die Katz. Edlinas Prophezeiung. Das Korn ist gesät und es wird bald keimen. Schweig und gib mir den Schlüssel. Ah, der Schlüssel. Der Schlüssel. Ah, wo steckt der nur? Jetzt sind wir erstmal ein bisschen bekifft hier und nehmen uns den Schlüssel. Wow, puh. Wow. Gut. Da gibt es also scheinbar noch irgendein Elfenmädchen. Das werden wir dann wohl auch noch sehen. Ach, Wes heißt sie. Jetzt fällt es mir wieder ein. Wer hat denn da noch geschrien? Gut. Jetzt müssen wir erstmal total... ne, geht wieder. Wir wanken nicht mehr umher. Boah, what the hell. So, und ich weiß irgendwie noch aus dem Spiel, ich muss die hier eh angreifen. Deswegen mache ich es jetzt auch ganz einfach mal. Ach, den kann ich ja noch betäuben, stimmt. Stimmt. Den aber nicht mehr. So, schön ein Ürdenzeichen hier hinlegen. Muss er ja reinrennen. Och, der Dicke sollte reinrennen, du Volldepp. Der ist ja mal doof, ey. Und einfach vor. Zack, so, dafür ist er jetzt auch tot. Bam, Wächter, ich geb's dir. So. Hier müssen wir jetzt, meine ich, irgendwas finden. Was haben wir da? Was ist denn das? Okay. Ah, der Fluss der Geheimnisse, eine Nebenquest, die ich nicht gemacht habe in meinem Let's Play. Mal gucken, vielleicht machen wir die diesmal. Es sei denn, die geht noch in den dritten Akt, dann werden wir sie definitiv nicht machen. Also nicht in diesem Let's Play, was ist denn das da? Da war da irgendwas.
Doch nicht. Okay, hier sind wir also falsch. Da bekommen wir nichts. Och, scheiße, schon wieder überlastet. Wegschwerfen, so. Gut. Sobald wir im zweiten Akt sind, werde ich dann mein ganzes Zeug mal verkaufen. Oder nicht das ganze Zeug, logischerweise, aber ein bisschen was. Zack. Friss Stahl. Oh, ist ja schon wieder so ein Dicker dabei. Oh. Was heißt einer? So, diesmal rennt aber der Dicke rein. Oh, super, aber bringt mir eigentlich kaum was. Ah doch, in der Zeit konnte ich schön mal den anderen platt machen. Das ist natürlich dann eine gute Sache. So.